Alle Europäer, Russland eingeschlossen, tragen gemeinsam die Verantwortung für Frieden und Sicherheit. Nur wer dieses Ziel nicht aus den Augen verliert, vermeidet Irrwege. Der Ukraine-Konflikt zeigt, die Sucht nach Macht und Vorherrschaft ist nicht überwunden. 1990, am Ende des Kalten Krieges, durften wir alle hoffen. Aber die Erfolge der Entspannungspolitik und der friedlichen Revolution haben schläfrig und unvorsichtig gemacht, in Ost und West gleichermaßen. Bei Amerikanern, Europäern und Russen ist der Leitgedanke, Krieg aus ihrem Verhältnis dauerhaft zu verbannen, verloren gegangen. Anders ist die für Russland bedrohlich wirkende Ausdehnung des Westens nach Osten ohne gleichzeitige Vertiefung der Zusammenarbeit, wie auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Putin, nicht zu erklären. In diesem Moment großer Gefahr für den Kontinent trägt Deutschland besondere Verantwortung für die Bewahrung des Friedens. Ohne die Versöhnungsbereitschaft der Menschen Russlands, ohne die Unterstützung der Verbündeten, ohne das umsichtige Handeln unserer Bundesregierung wäre die Spaltung Europas damals nicht überwunden worden. Die deutsche Einheit friedlich zu ermöglichen, war eine große Geste. Aus der überwundenen Teilung sollte eine tragfähige europäische Friedens- und Sicherheitsordnung erwachsen. Ja, dieser Aufruf wird also gerade in der Presse von oben bis unten zerrissen. Und der ist nicht von mir, der ist mir auch nicht nahestehend. Ich teile ihn auch nicht unbedingt, aber ich teile die Intention. Und es sind nicht irgendwelche Menschen, die diesen Aufruf gestartet haben. Es ist unter anderem der Schauspieler Mario Adorf. Es ist Robert Andretter, Bundestagsabgeordneter AD. Es ist Luitpold, Prinz von Bayern. Es ist Klaus-Maria Brandauer. Es ist Hertha Däubler-Gmelin, Eberhard Diepken, Klaus von Donani, um nur einige zu nennen. Selbst diese Leute kommen mit ihren mahnenden Stimmen nicht durch. Deswegen freue ich mich, dass heute hier so viele zusammengekommen sind, um unseren mahnenden Worten zu lauschen. Ich übergebe das Wort an Mike Nagler. Schönen guten Abend. Schön, dass ein paar gekommen sind. Liebe Freunde, am 10. Dezember 1948, also vor 66 Jahren, verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Lehren aus den Verbrechen des Nationalsozialismus und das millionenfache Leid des Zweiten Weltkrieges prägten die Formulierung dieser Rechte. Dort heißt es im Vorwort: Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, verkündet die Generalversammlung, und dann Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und an Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Kriege und kriegsähnliche Auseinandersetzungen in Jugoslawien und im Kosovo, in Syrien und im Irak, in Afghanistan, im Sudan oder in der Ukraine widersprechen diesem Geist der Brüderlichkeit. Seit dem Ende des Kalten Krieges haben die USA und die NATO den Einfluss der Vereinten Nationen schrittweise bis zur Bedeutungslosigkeit minimiert. Menschenrechte wurden durch die Macht der Stärkeren ersetzt. Weltweit scheinen kapitalistische Profitorientierung und Militarismus die einzig verbliebenen Ansätze zur Lösung der anstehenden Probleme. In Artikel 14 der Erklärung der Menschenrechte heißt es: Jeder hat das Recht, an anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen oder zu genießen. Und im Grundgesetz der BRD steht in Artikel 16: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Mit der Drittstaatenregelung, der Abschottung nach außen und der Militäragentur Frontex unterläuft die Europäische Union das Asylrecht der Erklärung der Menschenrechte. Der Preis sind 10.000 Tote jährlich. Während in der Bundesrepublik mit 80 Millionen Einwohnern über die vorübergehende Aufnahme von maximal 200.000 Flüchtlingen lamentiert wird, während die deutsche Gesellschaft und Bürokratie überfordernde Flüchtlingsströme herbeifaselt, hat der Libanon mit 4 Millionen Einwohnern eine Million Geflüchtete aus Syrien aufgenommen. Kriege erzeugen Vertreibung. Den Menschen, die vor den Folgen verfehlter Politik von USA, EU und Bundesregierung aus ihren Heimatländern fliehen,
muss in Europa und in Deutschland eine Perspektive geschaffen werden. Verantwortungsvolles Handeln 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges und fast 70 Jahre nach der Befreiung von Faschismus und Krieg heißt, alles dafür zu tun, dass vom deutschen Boden nur Frieden ausgeht. Deswegen fordern wir das Ende aller Interventionen. Ich bin jetzt total durcheinander gekommen. Es geht gleich weiter. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Es ist nicht einfach, für seine Sache zu stehen, aber umso mehr, dass ihr ja gekommen seid. Ich freue mich auch, dass wir gemeinsam hier für den Frieden in der Welt stehen. Und letztendlich ist es so, mein Credo ist immer, stoppt die Rüstungsexporte. 1,2 Milliarden Euro hat 2011 die Bundesregierung wieder Waffenexporte in alle Welt zugelassen. 1,2 Milliarden Euro, das sind 1200 Millionen Euro zum Töten von Menschen. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, wenn wir als allererstes gemeinsam mit dem Jürgen Raslin gegen solche Unternehmen wie Heckler und Koch, gegen solche Unternehmen wie Rheinmetall, gegen solche Unternehmen, die Profit machen mit Rüstungsgütern, uns entgegensetzen, dann werden wir auch Frieden auf der Welt durchsetzen und dann geht es hier jetzt auch weiter. Fehlt einfach ein Zettel in meiner Rede. Naja, egal. Ist so schlimm. Also, was ich eigentlich sagen wollte, es ist falsch, gerade angesichts dessen, was wir in den letzten Wochen so ein bisschen erleben in einigen Städten, dass auf Kosten von Geflüchteten, von Leuten, die in Not sind, die aufgrund von Kriegssituationen aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, dass hier sozusagen auf deren Rücken Politik gemacht wird und das wird von oben auch forciert und es gibt einfach immer mehr Leute, die auch sozusagen dem hinterherlaufen und davor ist zu warnen, weil das hat schon mal zweimal in der Geschichte zu negativen Sachen geführt, was vom deutschen Boden aus wieder Krieg ausgeht und genau das Gleiche passiert gerade wieder. Okay. Verantwortungsvolles Handeln 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges und fast 70 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus heißt, alles dafür zu tun, dass vom deutschen Boden nur Frieden ausgeht. Deswegen fordern wir heute hier das Ende aller Interventionskriege und die Auflösung der Militärblöcke, insbesondere der NATO. Die Äußerungen der etablierten Politik, der Wirtschaftsverbände und der großen Medien sprechen leider eine ganz andere Sprache. Seit Monaten wird Stimmung für Krieg gemacht. Diese Kriegsfront reicht von Bundespräsident und Bundesregierung über die Grünen, mittlerweile sogar bis in die Linkspartei hinein. Dem darf nicht unwidersprochen bleiben. Deswegen sind solche Kundgebungen wie heute oder die auch in anderen Städten stattfinden, wichtig. In den vergangenen Wochen war es groß in den Zeitungen zu lesen, die Bundeswehr soll eine sogenannte Speerspitze bilden für den nächsten NATO-Einsatz in der Ukraine. Laut den Angaben des Bundesverteidigungsministeriums hat die Bundesregierung bereits 4000 Soldaten für diese spezielle Eingreifsgruppe zugesagt. Diese sogenannte NATO Response Force hat laut älteren Berichten insgesamt im Moment eine Stärke von ca. 60.000 Soldaten, welche aber bis Februar 2015, nachdem der Sicherheitsgipfel in München getagt hat, noch erheblich aufgestockt werden soll. Die Eingreiftruppe soll vorerst in Polen stationiert werden und innerhalb von wenigen Tagen mobil gemacht werden können für einen Vorstoß nach Osten. Laut den Medienberichten soll Deutschland beim Schutz der östlichen NATO-Verbündeten vor der angeblich drohenden Gefahr die Schlüsselrolle übernehmen. Im sogenannten Bereitschaftsaktionsplan der NATO wird Russland als massive Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit eingestuft und verschiedene antirussische Maßnahmen angekündigt. Bereits in diesem Jahr wurde die Luftraumüberwachung über Osteuropa erheblich aufgestockt. Es wurden mehr NATO-Militärmanöver abgehalten und für 2015 sind 5 neue Militärstützpunkte mit einer ständigen Besatzung von jeweils 300 bis 600 Soldaten geplant. Und zwar in Estland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien. Für die Regierung in Kiew wurde ein umfassendes Aufrüstungspaket verabschiedet. Noch in der NATO-Russland-Akte von 1997 heißt es, Zitat, die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Zitat Ende. Dieses Bekenntnis wird nun ganz klar aufgekündigt. Mit dem jetzigen Aktionsplan schlägt die NATO ein neues Kapitel des Kalten Krieges auf. Die Zeit, in der eine russlandfeindliche Politik in warme Worte gepackt wurde, ist vorüber. Nun befindet man sich erneut in einer Phase der offenen Konfrontation.
Seit Jahren versuchen EU-Kommission, Bundesregierung und US-Administration mit allen Mitteln ökonomische und politische Erpressung die Ukraine aus dem Einflussbereich Russland herauszulösen. Mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Putschregierung hat sich die Ukraine nicht nur zur freien Marktwirtschaft, sondern auch zu einer militärischen und rüstungswirtschaftlichen Anbindung an die EU bekannt. Nationale und internationale Monopole stehen im erbitterten Konkurrenzkampf um Absatzmärkte, der Gewinnung von Rohstoffen und zur Erreichung von Maximalprofit. Die Rüstungsproduktion und deren Export ist längst zum lukrativsten Geschäft des Industrie- und Bankenkapitals geworden. Völkerrechtliche Normen, elementare Menschenrechte werden mit Leichtigkeit außer Kraft gesetzt, wenn es um Macht und Profit geht. Solange das Kapital herrscht, werden Rüstung und Krieg nicht aufhören. Zitat Ende. Dieser Satz von Rosa Luxemburg bringt es auf den Punkt und gilt genauso heute wie vor über 100 Jahren, als er hier in Leipzig gesprochen wurde. Die Bundesrepublik ist seit Jahren weltweit drittgrößter Exporteur, wenn es um Rüstungsgut geht. Allein im ersten Halbjahr 2014 wurden aus der BRD Waffen und Rüstungsgüter in 114 Länder im Wert von 2,3 Milliarden Euro geliefert. Diese Exporte gehen überall hin, auch in Regionen, von denen man weiß, dass Menschenrechte massiv verletzt werden. Von Januar bis Juli waren die Hauptbestimmungsländer dieses Jahr Israel mit 617 Millionen, USA 218 Millionen, Singapur 208 Millionen, Korea 153 Millionen, Brunei 97 Millionen, Großbritannien 96 Millionen und so würde das weitergehen. Angesichts dessen ist es ein Skandal und verlogen, wenn sich Jahr für Jahr Politiker und Träger dieser Politik an Tagen wie dem heutigen zum Tag der Menschenrechte hinstellen und sich auf Frieden, Grundrechte und Menschenrechte berufen. Wir fordern eine Abkehr von dieser Politik des Rüstungsexports und des Kriegs, der Kriegsforcierung. Für ein Verbot aller Rüstungsexporte und den Stopp der Produktion von Rüstungsgütern hierzulande, ohne Ausnahme. In ihrem Koalitionsvertrag schreibt die Bundesregierung auch recht deutlich, dass es genauso weitergehen wird in den nächsten Jahren. Auf Seite 20 heißt es da, Zitat, der Bereich Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus technologie- und sicherheitspolitischer Sicht von nationalem Interesse. Daher werden wir sicherstellen, dass Kernkompetenzen und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, sowie Technologien und Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Zitat Ende. Auf Seite 124 heißt es weiter, Deutschland hat ein elementares Interesse an einer innovativen, leistungs- und wettbewerbsfähigen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und dann auf Seite 178, ich will das jetzt nicht alles wiederkauen, das steht ganz oft im Koalitionsvertrag, scheint offenbar sehr wichtig zu sein und die Rüstungslobby hat da einen großen Einfluss darauf gehabt. Auf Seite 178, Zitat, wir setzen auf eine verstärkte europäische und euroatlantische Rüstungskooperation, die konkrete gemeinsame Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben nach den gleichen Standards für alle Nationen umsetzt. Zitat Ende. Dieser letzte Punkt spricht einen Aspekt des aktuell verhandelten Freihandelsabkommens TTIP an. Das geplante Abkommen beinhaltet neben den handels- und energiepolitischen Aspekten nämlich auch eine militärische Dimension. Die Rüstungswirtschaft erhofft sich durch eine transatlantische Freihandelszone und der Schaffung einer Art Wirtschafts-NATO mehrere Vorteile, was Absenkung von Standards, aber auch Zugänge zu Absatzmärkten angeht. Gleichzeitig wird das Feindbild Russland weiter aufgebaut. Wir erleben derzeit, wie die europäische Öffentlichkeit auf Kriegskurs getrimmt wird. Natürlich im Namen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Die Bundeswehr ist heute eine Interventionsarmee, die weltweit im Einsatz und an Kriegen beteiligt ist. Es geht um die Schaffung von Rohstoffzugängen, Absatzmärkten und die Ausweitung des Einflussbereichs der NATO. Die weltweiten Ausbeutungsverhältnisse haben heute so gewaltsame Formen angenommen, dass sie nur noch mit militärischen Mitteln aufrechterhalten werden können. Soldaten des deutschen Heeres und der Marine sind heute im Einsatz in Afghanistan, im Kosovo, am Horn von Afrika, im Libanon, in der Westsahara, in Uganda, im Senegal, im Kongo, im Sudan, in Mali, in der Türkei und nun bald als Speerspitze beim neuen Osteuropa-Feldzug gegen Russland. Angesichts dieser weltweiten Kriege und angesichts des mehr und mehr militaristischen Tons in der deutschen Politik ist eine starke Friedensbewegung unentbehrlich. Wir sind ein Teil davon, darum sind wir heute hier, auch wenn wir nicht viele sind. Es ist wichtig, immer wieder auf die Straße zu gehen. Es ist wichtig, heute Flagge zu zeigen für den Frieden. Es ist wichtig, am Sonnabend in Berlin Flagge zu zeigen vor dem Bundespräsidentenamt, vor dem Schloss Bellevue und auch in den nächsten Wochen. Dieser Politik darf nicht unwidersprochen beigegeben werden.
Angesichts dieser weltweiten Kriege und angesichts des mehr und mehr militaristischen Tons in der deutschen Politik ist eine starke Friedensbewegung unentbehrlich. Wir sind Teil davon, darum sind wir heute hier. Und wir fordern Stopp der Rüstungsproduktion, Stopp des Rüstungsexports, für einen Stopp der Kriegsrhetorik, für den Austritt aus dem NATO-Kriegsbündnis, für den Stopp der weltweiten Drohnenkriege, die auch von deutschen Boden ausgehen, Schluss mit der Abschottungspolitik einer sogenannten Festung Europa, für die Aufnahme von Geflüchteten aus Kriegs- und Krisengebieten, Grenzen zu für Waffen, Grenzen auf für Geflüchtete. Für die Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr und vor allem auch für ein Ende der Militärpropaganda der Armee an den Schulen und Hochschulen und in den Arbeitsagenturen. Jawohl! Abrüstung statt Aufrüstung muss die Richtung sein. Frieden ist ein Menschenrecht. Vielen Dank. Ja, danke Mike. In dem Aufruf, den ich gerade zitiert habe, den unter anderem unterschrieben hat Mario Adorf und Klaus Brandauer, haben sich Künstler zu Wort gemeldet, wichtige Menschen aus Politik. Ich freue mich, dass auch ein regionaler Vertreter den Weg hierher gefunden hat, hier in der Region sehr bekannt als Tatortkommissar und uns aus der Leipziger Friedensbewegung als jahrelanger Schirmherr der Gedenkmärsche zum Andenken an die Todesmärsche im Muldentalkreis, die er jahrelang begleitet hat und die er mit uns gemeinsam durchgeführt hat. Und er erhebt seine Stimme heute hier an der Moritzbastei in Leipzig gegen die drohenden Gefahren, die aktuell vor uns stehen. Begrüßen Sie mit mir auch Peter Sodann. Ja, das ist schon gut. Ja, gut, es geht gerade so, dass man ein bisschen Licht hat. Nein, es geht. Wissen Sie, ich habe das alles auch schon gehört und ich habe mir gedacht, ich sage vielleicht mal was anderes, was andere schon gesagt haben und vor vielen, vielen Jahren. Mein Vater wurde 1944 im Frühjahr eingezogen in den Krieg. 1944, am 20. August war er tot, erschossen. Dies hat für mich bis heute einen tiefen Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig, ein paar Jahre später, schrieb Louis Fernberg ein Gedicht. Als die schweren Jahre waren, jede Stunde voll Gefahren in der Keller oder uns zum Hauptquartier. Wenn du dann nach Angst und Beben wieder rauskamst mit dem Leben, schwurst du da nicht hoch und heilig dir und mir? Wenn die Lichter wieder brennen und wir wieder lachen können und die Erde nicht vom Kriegsgeschrei mehr gellt, dann hat unsere Not ein Ende und wir reichen uns die Hände für den Frieden in der Welt. Zu eben dieser Zeit, als das Gedicht herauskam, war ich Lehrling. Und zwar in einem volkseigenen Betrieb. Das war 1950, 51, in den frühen 50er Jahren. Da war ich im Werkzeugbau beschäftigt. Sie wissen vielleicht, was ein Werkzeugmacher ist. Und da gab es viele Werkzeugmacher, die aus dem Krieg wieder kamen. Und einer davon hieß Horst Kretschmer, Heinz Kretschmer. Und der rief auf einmal alle zusammen, hob seine Zeichnung hoch und sagte, Kollegen, könnt ihr mir sagen, was das hier ist? Sie allen waren der einhelligen Meinung, sie wussten es nicht ganz genau, aber sie ahnten, es ist für den Krieg, zur Waffenproduktion. Da haben sie beschlossen, das stellen wir nicht her, holten den Obermeister und sagten, das kannst du alleine bauen, wir machen es nicht. Und ich kann mir heute das alles nicht mehr vorstellen, weil die Arbeiter, die jetzt die Waffen herstellen, so wenig Solidarität zusammenbekommen. Können Sie sich vorstellen, wenn die alle mal streiken würden, könnten wir keine Waffen mehr herstellen. Das ist das eine. Die andere Geschichte ist, warum ich mich wundere, denn so viele Zuschauer sind ja nicht da. Es war eine Zeit, da war ich noch Schauspieler, heutzutage nicht mehr, da hat man mich entfernt. Aber da habe ich den Galilei gespielt, den man auch kaum noch sehen kann.
Bertolt Brecht. Und diesen Galilei, den ich da gespielt habe, war eine Friedensbotschaft von Bertolt Brecht. Diese Botschaft hatte gesprochen 1952 zum Völkerkongress für den Frieden. Das möchte ich nachträglich nochmal wieder vorlesen, damit man das alles nicht ganz vergisst. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibung, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, erschreckten ihn nicht. Der Hamburger ist noch umringt von Ruinen und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sich vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird mich nichts überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche in unserem Munde sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel. Wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Danke. Im Übrigen las ich vor kurzem einen Brief von Albert Einstein an Sigmund Freud, in dem er schrieb, könnten Sie mich davon überzeugen oder mir zumindest aus Ihrer Forschung berichten, was gegen Gewalt, Dummheit und Krieg helfen könnte? Er schrieb, Albert Einstein, wissen Sie, so genau kann ich das nicht sagen. Wir arbeiten immer noch und arbeiten ewig, werden wir ewig daran arbeiten, an der Forschung, was wir alles benötigen, um dagegen anzugehen. Aber eins kann ich Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit äußern. Bildung und Kultur sind die Dinge, die es ermöglichen werden, den Krieg und die Dummheit in unserem Volk zu verhindern. Dankeschön. Ja, kann man nur hoffen, dass die Worte auch mal den Richtigen in die Ohren gelangen. Wir stehen hier neben der Leipziger Universität. Es gibt in Deutschland 8 Vereinbarungen zwischen Kultusministerium und der Bundeswehr, die den nahezu ungehinderten Zugang von Jugendoffizieren an die Schulen gewährleisten soll. Es gibt Verträge zwischen vielen deutschen Universitäten und der Bundeswehr und der US-Armee und der NATO, wo Forschung betrieben wird, die eindeutig militärischen Charakter hat. Deswegen gibt es eine Bewegung, die versucht, in die Statuten der Universitäten sogenannte Zivilklauseln einzubringen, die eine solche Zusammenarbeit mit militärischen Institutionen, die die Forschung für Krieg und für Kriegsverbrechen an deutschen Hochschulen möglich machen soll. Es gibt so eine Klausel auch an der Universität Leipzig, die ist allerdings ziemlich lasch. Noch ist der Widerstand nicht groß genug, der der Bundeswehr bei der Besetzung der Bildungsinstitutionen entgegenwirkt. Umso schöner eine Nachricht aus unserem Nachbarland Sachsen-Anhalt. In Sachsen gibt es so einen Kooperationsvertrag seit Dezember 2012. Das heißt, wir haben jetzt fast 2 Jahre Erfahrung damit. Und es ist so, dass die Jugendoffiziere hunderttausende Schüler jedes Jahr erreichen mit ihrer Propaganda, mit ihrer unabhängigen Darstellung natürlich der weltpolitischen Lage und der Rolle der Bundeswehr in dieser. Klar, was glaubt. Während die Friedensbewegung eben diese Kraft nicht zur Verfügung hat. Der Kultusminister von Sachsen-Anhalt, Stefan Dorgerlo, SPD, hat der Bundeswehr für Besuche in Schulen strenge Vorgaben gemacht. Ab sofort ist Berufswerbung
für die Streitkräfte während der Schulzeit in Sachsen-Anhalt verboten. Bei Veranstaltungen zur Berufsorientierung dürfen Soldaten nur noch dann auftreten, wenn diese nach dem Unterricht stattfinden und freiwillig sind. Truppenbesuche sind unzulässig. Ebenfalls neu ist die Vorschrift, dass Bundeswehrvertreter nicht mehr allein über die Sicherheitspolitik in Schulen reden dürfen. Parallel oder zeitnah müssen auch friedenspolitische Organisationen in Sachsen-Anhalt zu Wort kommen können. Das ist mal eine richtungsweisende Entscheidung aus Sachsen-Anhalt. Die sollten wir in Sachsen hier 1:1 übernehmen oder vielleicht noch ein bisschen verschärfen, in Thüringen auch und auch in anderen Ländern, wo es solche Kooperationsvereinbarungen bisher gibt, damit sich an den Schulen was tut und damit die nachwachsende Generation wirklich unabhängig und frei von Einflussnahme ihre Entscheidungen zum Thema Krieg und Frieden treffen kann. Der Jugendoffizier Markus Hase aus Weißenfels berichtet allerdings, er habe im letzten Jahr 120 Schulen besucht und da waren nie Friedensaktivisten dabei. Nach dem Erlass von Minister Dornemo dürften dann in Zukunft, wenn keine Friedensaktivisten zur Verfügung stehen, eben auch die Bundeswehr nicht mehr an den Schulen Sachsen-Anhalts auftauchen. Minister Dornemo sagte, er wolle die Meinungsvielfalt fördern, gerade in der existenziellen Frage nach der Sicherung des Friedens. Ja, natürlich hat er von seinem Koalitionspartner in Sachsen-Anhalt von der CDU schon ordentlich dafür Dresche bezogen, aber wir hoffen, er bleibt dabei und überzeugt noch viele seiner Mitkultusminister davon, dass eigentlich bundesweit solche Vorgaben gegeben sein müssten, dass die Bundeswehr nicht allein und ausschließlich das Recht hat, an den Schulen über das Kriegshandwerk zu informieren und zu werben. Und damit wollen wir den ersten Teil der Veranstaltung hier in der Moritzpastei beenden und uns Richtung Deutsche Bank, die Schillerstraße hinunter begeben, zur Deutschen Bank, anschließend zum neuen Rathaus und schließlich zum amerikanischen Konsulat. Und versuchen wir den Bürgern Leipzig zu zeigen, wir erheben unsere Stimme für den Frieden und vielleicht kommt der ein oder andere ja mit. Ich danke euch nochmal fürs Kommen bis hierher und hoffe, ihr macht euch alle gemeinsam mit uns auf den Weg. Danke. Werden und warum sie geführt werden, ob vorgeblich für Religion, für Freiheit, für Menschenrechte. Am Ende verdient immer einer irgendwas daran. Und oft genug ist es natürlich die Deutsche Bank, die hier in Deutschland dran verdient, an Rüstungsexport und an der Knechtung der Menschen in anderen Ländern. Die Polizei Mexikos ist illegalerweise ausgerüstet worden mit Gewehren, mit Maschinenpistolen von Heckler und Koch. Ein Deal, der nicht mal genehmigt wurde von der Bundesregierung, so weit sind wir also schon. Und auch in andere Länder werden deutsche Waffen geliefert, und zwar in Länder, die eindeutig Krisengebiete sind. Und diese Waffen werden nicht nur geliefert, sie werden zum Teil aus deutschen Steuergeldern bezahlt. Mittlerweile verfügt die Marine Israels über 2 U-Boote, die komplett aus deutschen Steuermitteln bezahlt werden. Die Hälfte des Etats der israelischen Armee, auch wenn es die Freunde drin nicht glauben werden oder wollen, die Hälfte des Etats der israelischen Armee stammt direkt aus den USA. Ohne die Hilfe von der EU, von den USA, könnte die israelische Armee längst nicht mehr einsatzbereit sein. Ich freue mich, dass Katja Janssen den Weg hergefunden hat.
Akkad-Nost. Sogenannte Patrioten wollen ihr Abendland vor der Islamisierung retten. Die CSU will bestimmen, welche Sprachen am Abendbrotstisch gesprochen werden sollen. Und allgemein wird überlegt, wie viele Kriegsflüchtlinge Deutschland aushalten könne. Dies konnte man auch sehen am Tatort der ARD über die syrischen Flüchtlinge. Der Tatort endete damit, dass ein unglaublich sympathischer Polizist zu einer Syrerin sagte, sie hätte den Krieg nach Deutschland gebracht. Die Flüchtlinge bringen also den Krieg nach Deutschland und Deutschland bringt Menschenrechte und Frieden in den Nahen Osten und die Welt. Nach den USA und Russland exportiert Deutschland die meisten Waffen in die Welt und ist demnach ein zentraler Profiteur von Kriegen und Unterdrückungen. Der Krieg in Syrien wurde durch die Flüchtlinge nicht nach Deutschland gebracht, sondern Deutschland bringt in Form von Waffen den Krieg nach Syrien. Laut Rüstungsexportbericht der Bundesregierung rangieren Saudi-Arabien auf Platz 4, die Arabischen Emirate auf Platz 13 der sogenannten Bestimmungsländer deutscher Waffenexporte. Kriegswaffen im Wert von über 46 Millionen Euro wurden 2013 nach Saudi-Arabien geliefert. Und während über Saudi-Arabien, Qatar und die Vereinigten Arabischen Emirate die syrische Opposition, ob Freie Syrische Armee, Nusra oder jetzt die IS von Deutschland aufgerüstet werden, schickt die Bundesregierung auch noch Waffen an die Kurden, damit sie die barbarischen Islamisten der IS bekämpfen. Alles für die Menschenrechte und die Demokratisierung natürlich. Die deutsche Rüstungsindustrie befeuert den Krieg in Syrien und im Irak von beiden Seiten. Es ist ein Milliardengeschäft. Die deutsche Wirtschaft profitiert vom Krieg. Die deutsche Regierung will eigentlich keine Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Die Patrioten der Pegida demonstrieren gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und im ARD-Tatort heißt es, die Flüchtlinge brechen den Krieg nach Deutschland. Während im Namen der Menschenrechte, die gegen die Besatzung der IS kämpfenden Kurden bewaffnet werden, zählen Menschenrechte im besetzten Palästina für die Bundesrepublik überhaupt nicht. Obwohl Israel die palästinensischen Gebiete des Westjordanlandes und des Gazastreifens seit 1967 völkerrechtswidrig besetzt, die Bevölkerung dort systematisch unterdrückt und entrechtet, steht Israel laut Rüstungsexportbericht an vierter Stelle der wichtigsten Bestimmungsländer für den Export deutscher Waffen. Im letzten Jahr haben sich die deutschen Rüstungsexporte nach Israel im Vergleich zum Vorjahr sogar noch verfünffacht. Allein im Jahr 2013 wurden Rüstungsgüter im Gesamtwert von 266,5 Millionen Euro nach Israel exportiert. Während des letzten Gaza-Krieges in diesem Sommer, der dritte in sechs Jahren, als eine eingeschlossene Bevölkerung, die nicht fliehen kann, von der israelischen Besatzungsarmee bombardiert wurde, exportierte Deutschland ein von sechs versprochenen U-Booten nach Israel. Ein U-Boot, das mit atomaren Flugkörpern ausgestattet werden kann und zu einem Drittel von Deutschland subventioniert wurde. Gaza ist ohnehin von zentraler Bedeutung für die internationale Waffenindustrie. Der israelische Wirtschaftswissenschaftler Schehelwer bezeichnete Gaza als Labor für die Entwicklung und für das Testen von Waffen. Die Gaza-Kriege sind eine Wirtschaftsmesse der israelischen Waffenindustrie. Dies ist zwar eine Metapher, aber es ist auch ein fauler Witz, dass nach jedem Gaza-Krieg tatsächlich eine Waffenmesse in Israel stattfand. Und es funktioniert. Die an echten Menschen getesteten Waffen, ja, sie können erfolgreich und effizient Menschen töten, verkaufen sich prächtig. Israel ist prozentual zur Bevölkerung der absolut größte Waffenexporteur der Welt. Auch Deutschland ließ sich von der Waffenmesse namens Gaza-Krieg 2008-09 überzeugen, Drohnen des israelischen Rüstungskonzerns Israeli Aerospace Industries zu kaufen, für den Einsatz in Afghanistan, wo die Bundeswehr sich engagiert im Namen der Menschenrechte. Von so viel israelischem Know-how muss auch die Bundeswehr im Sinne eines effizienteren Kampfes für die Menschenrechte profitieren. Im nächsten Jahr werden deutsche Bundeswehrsoldaten in Israel von der israelischen Besatzungsarmee Häuserkampf und Aufstandsbekämpfung lernen, zum ersten Mal. Und das alles natürlich im Sinne der Verteidigung demokratischer Werte. Unter dem Kaiser hieß es, wir bringen ihn Zivilisation, heute wollt ihr ihn Demokratie bringen, nicht wahr? Ja, Menschenrechte, Demokratie und Freiheit mit Bomben und Waffen, die Militärindustrie zum Blühen bringen.
das immer wiederkehrende Märchen der guten Bundesrepublik. Und ihr seid dem ja völlig verfallen, ihr könnt mich auch gerne filmen, mein Gott. Dessen Menschenrechte und Mythe Europa, das mit Drohnen, Bomben und U-Booten für die Befreiung der muslimischen Frau und die Zivilisierung der islamischen Barbaren sorgt, ist langsam einfach nur einfallslos. Wir sagen Nein zur Instrumentalisierung der Rechte, die erkämpft wurden, um uns vor Staatsgewalt zu schützen. Wir sagen Nein zu einem sogenannten Feminismus, der Frauen zum Objekt und Instrument des Kolonialismus machen. Wir sagen Nein zum Krieg. Wir sagen Nein zur Islamophobie, die uns von Medien und Politik eingetrichtert wird, damit wir nicht die richtigen Fragen stellen, damit wir nicht gegen die eigentlichen Feinde kämpfen, gegen Kapital und Staat. Wir sagen Nein, Nein zur Durchsetzung liberalistischer Interessen, ausgerechnet im Namen der Menschenrechte. Vielen Dank. Ich bin Paumann. Ja. Was macht denn Israel für den Frieden? Weil es die Fresse verpisst dich. Zum Beispiel die Hamas bekämpfen. Etwas, was in den ganzen Kriegsnachrichten fast untergeht. Wochenlang war das Schicksal von 42 entführten Studenten in Mexiko unklar. Dann kamen Nachrichten darüber, sie wären von einem Drogenkartell ermittelt worden. Dann sickert die Wahrheit durch. Es waren zwar irgendwelche Drogenhändler, aber beauftragt wurden sie vom Bürgermeister bzw. von den Honoratioren der Stadt. Ich begrüße und hoffe, ihr tut es mit mir, Gerardo Lerma Hernandez aus Mexiko, von Ayotzinapa, Barbada, Leipzig. Ja, Dankeschön. Ja, es gibt, Mexiko bekommt Waffen aus Deutschland. Dazu müsste die mexikanische Regierung ein Abkommen, eine Zusammenarbeit zwischen der deutschen Polizei und der mexikanischen Polizei. Trotz der miserablen Lage und der Menschenrechtssituation in Mexiko hält sich die deutsche Regierung an diesem Abkommen noch. Aber die mexikanische Regierung muss noch die Glaubwürdigkeit als Recht und demokratischer Staat vorlegen, hat aber keine. Seit 2006 gibt es in Mexiko über 170.000 Toten. Die meisten Toten hat die mexikanische Stadt, hat die kriminelle Organisation verursacht. Ist aber auch nicht so. Es gibt über 30.000 Verschwunden. In der aktuellen Regierung gibt es über 40.000 Toten. Und im letzten Fall am Ende September wurden 43 Studenten von der Polizei festgenommen und danach zu den kriminellen Organisationen übergeben. Von den Studenten gibt es bisher keine Spur, außer ein Student wurde in Österreich identifiziert. Wir Mexikaner wollen noch dazu, die Pressefreiheit in Mexiko ist auch hinter einer miserablen Lage. Zwischen 2000 und 2013 wurden Aktionsjournalisten ermordet. Und so konkret zu der deutschen Regierung. Wir wollen keine Zusammenarbeit zwischen der deutschen Polizei und der mexikanischen Polizei. Dieses Ankommen dient nicht zur Bändigung einer Polizei, die seit Jahrzehnten systematisch folgt, unschuldige Personen töten, Frauen verletzen und an der Spurlose verschwinden, sind tausende Menschen in beteiligt sind. Es ist eine irreführende Behauptung, dass die Probleme bei der ordentlichen Polizei liegen. Die mexikanische Polizei ist, wie Belege von Amnesty International zeigen, an den oben genannten Verbrechen beteiligt. Auch ist es naiv zu glauben, dass sie die heute unbedenken bzw. neue Gründung von Polizeieinheiten etwas ändern würde, da die mexikanische Polizei so tief korrupt und selbstkriminell ist. Und das ist
das ist in der Tat so. Also man hat gerade letztens entscheiden, welche Person zu den Sicherheitsinstitutionen gehört und ob sie auch zu den kriminellen Organisationen gehören. Die Strafmäßigkeit für die Verbrecher der Sicherheitskräfte ist oberstes Prinzip auf alle Ebenen der mexikanischen Regierung. Nur gelegentlich aus faktischen Gründen durchgesprochen werden. Eine Zusammenarbeit der deutschen Polizei in dieser Struktur wäre eine Legitimation dieser Prinzipien. Deshalb nein zu einem Abkommen zur Polizeizusammenarbeit zwischen Deutschland und Mexiko. Danke. Ja, ich komme von der Mexiko-Gruppe Alexander Leipzig. Ja, danke schön. Ja, genau, dann muss man klatschen. Also, wir gehen jetzt weiter zum neuen Rathaus und wenden uns dort an die Verantwortlichen. Sie sitzen heute beisammen, wenn Sie noch nicht fertig sind mit Ihrer Ratsversammlung, haben natürlich ganz andere wichtige Themen auf Ihrer Agenda als vielleicht Menschenrechte und Flüchtlingspolitik und dass man vielleicht mal was für die Bürger dieser Stadt tun sollte oder für die Leute, die vor dem Krieg nach Leipzig fliehen, dass man denen vielleicht Unterstützung geben sollte und nicht unbedingt Geld in den Flughafen investieren, damit dort die Antonov gewappelt und amerikanische Soldaten stationiert werden können. Aber das ist natürlich das weitere Thema, das nächste. Also weiter zum neuen Rathaus. Jahre. Und ich habe immer Text- und Liederbücher von Konstantin Wecker, Bertolt Brecht, John Baez, von Lin Dati, von Erich Fried oder Bitsieger bereit. Aber heute habe ich in meine eigene Zorn- und Wutmappe gegriffen und einige Blätter mitgebracht. Ich lese das erste Mal unter freiem Himmel vor öffentlicher Runde. Großer Zapfenstreich 2005, Kanzlerin Merkel löst Kanzler Schröder ab. Großer Zapfenstreich. Mein Vater hatte einen jüngeren Bruder. Ich kannte ihn nicht. Er sei heiter gewesen, pfeifend auf seinem Rad. Meine Großmutter holte ihn 1944 zum Fronturlaub am Heimatbahnhof vom bombardierten Militärzug ab, um ihn, meine Mutter erzählte das immer stockend, auf den Friedhof zu bringen. Großer Zapfenstreich in der Tagesschau. Schied drauf. Im Westen nichts Neues, hatte mir Erich Maria Remarque in seinem Roman ein für allemal zu verstehen gegeben. Besuch in P. Volkstrauertag. Er steht nahe dem schlichten Westportal der kleinen Wehrkirche auf dem Dorfplatz. Der Gedenkstein. Nicht verwittert, wie damals vor zwei Jahrzehnten, frisch verputzt mit kräftig markierten Inschriften schwarz-weiß-golden. Auch das steinerne Kreuz oben wurde erneuert. Auf den Seitenflächen die Namen der
1914 bis 18 und 1939 bis 45 Gefallenen. Ich lese Paul Schuster und Schuster Egon, Herbert und Wilhelm Schuster. Auf der anderen Reihe noch einmal Schuster Georg und wieder Hofer Paul und Hofer Eduard, Hofer Fritz. Ach, die Frauen, die Mütter und Großmütter, die Bräute, die Schwestern. Nachts sah ich mich stehen, verstört und verstand, nicht allein aus der schrecklichen Reihe gleicher Namen war das Gedenken gestiegen, die Fragen stiegen auf. Alles Patrioten, alles Helden, alles Opfer, Hingabe, Schicksal, Trauer, Mahnung, Protest. In Zeiten nicht mehr verdeckter globaler Geschäfte in diesem Land, welch wirkende Botschaft im glänzenden Schwarz-Weiß-Gold. Und am Schluss das Zitat. Der ukrainische Präsident P. sagte bei einem Treffen osteuropäischer Präsidenten, dass sein Land vorbereitet sei auf den, Zitat, totalen Krieg gegen Russland. Zitat Ende. Ob ihm klar war, wen und was er zitierte, gab ihm der anwesende und stets empfehlungsbereite deutsche Präsident G. darauf eine Erwiderung. Wie lautete diese Erwiderung? Vielen Dank. Danke, Christel Hartinger. In Deutschland gibt es da Spezialisten für alles, ja, die sieht man immer in diesen Fernseh-Talkshows, da sitzen die rum und da gibt es jede Menge Politiker von der CDU und der CSU und die wissen genau, wie es Flüchtlingen also auch schon zu Hause gegangen ist, nämlich so gut, dass sie eigentlich hätten dort bleiben können und die wissen auch genau, was Flüchtlinge in Deutschland unbedingt brauchen, zum Beispiel müssen die Deutsch reden am Armbrotstisch. Ein Kollege von mir, der seine Frau ist Russin, die versucht natürlich ihre Kinder zweisprachig aufwachsen zu lassen. Wenn das die CSU mitkriegt, ist aber Schluss. Und das kommt ausgerechnet aus Bayern, wo die ja nun wirklich nicht unbedingt Deutsch sprechen. Aber wir Sachsen regen uns darüber nicht auf, wir können es ja auch nicht. Ich bin übrigens Thüringer, das ist aber nicht viel besser. Gut, jemand, der es weiß, kommt jetzt zu uns. Und zwar ein Flüchtling, die sonst selten genug zu Wort kommen, die man eigentlich fragen konnte, was sie in diesem Land wollen, nämlich ein bisschen Frieden für sich, ein bisschen Frieden für ihre Familie und die eigentlich nicht hierher kommen, um dem armen deutschen Steuerzahler auf der Tasche zu liegen, sondern die hierher kommen, weil sie vor Flucht, weil sie flüchten vor Krieg, weil sie flüchten vor den Waffen, die Deutschland in die Welt verkauft hat. Bon Courage e.V. aus Bonn ist Träger des Leipziger Friedenspreises 2012, eine Initiative, die sich darum bemüht, den Flüchtlingen im Leipziger Landkreis Unterstützung zu geben, Ansprechpartner zu sein, Behördengänge mit ihnen durchzuführen. Und sie haben uns vermittelt Mohammed Shafiq aus Pakistan. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, ich heiße Mohammed Shafiq, ich komme aus Pakistan. Ich habe drei Kinder, ich bin 41 Jahre alt, ich gekommen hier in Deutschland 2011. Ich komme in Bona, in Landkreis Leipzig, wir gekommen in ein Kleindorf Trainer und dort in der Wohnung in Trainer, wir haben gekriegt zwei kleinen Raum, wir haben insgesamt fünf Leute, ich habe drei Kinder. Aber das Problem ist, in diesem Heim, ungefähr in einer Wohnung, 40 Leute dort bleiben und wir haben dort viele Probleme mit Reinigung und in diesem Heim und nur
ein Mann kommt von Beispiel versorgen nur einmal in der Woche und hab für die Kirche ungefähr 20 Leute benutzen, am frühen Abend und wir bleiben in diesem Heim mit anderen Familien auch und wenn wir gekommen hier, wir verstehen nicht das Deutsch. Jetzt natürlich, ich kann nicht gut sprechen Deutsch, Entschuldigung für das, aber haben wir keine Chance in Ländkreis Leipzig vorgelernt, etwas Deutschkurs oder etwas Integrationskurs. Wir haben keinen Kindergarten in dem Dorf und auch keinen Markt in dem Dorf. In diesem Dorf Trainer, wir können nicht gekommen, der letzte Bus gekommen in die Stadt Bodna, 6:30 und wenn wir gekommen hier, wir kriegen Essen in Heim zweimal in Woche. Das ist auch alles teuer und auch nicht gut Qualität Essen. Das zweite Problem wegen für diese Sprachkurs. Dort in Bodna haben wir keinen Sprachkurs. Nach dem 2 Jahren, ich habe die keine Chance und dann ich komme hier in Leipzig und ich gekommen hier in der Schule vor 4 Monaten und dann ich bisschen gelernt das Deutsch. Aber in Anfang bis 2 Jahre, ich habe keine Chance für mich und für meine Frau für einen Kurs hier in Ländkreis Leipzig. Wenn wir lernen, verstehen nicht Deutsch, wir haben viel Probleme, zum Beispiel im Arzt oder im Kindergarten oder in Supermarkt. Wir können, wenn wir kriegen eine Einladung in den Kindergarten, wir oder ich oder meine Frau hat ein Problem, wir verstehen nicht. Wir haben viel Problem in Kindergarten oder in Supermarkt auch. Ja. Dann ungefähr in 1 Jahr, wir kriegen diese Essen in Heim und dann starten neue Sozialgutscheins. Für uns, für Flüchtlinge in Ländkreis Leipzig, ungefähr in 2012. Das Gut, Sozialgutscheins haben 2 Teile, ein für Essen oder Lebensmittel und das zweite für Bekleidung und Schuhe. Wenn wir benutzen diese Gutscheins, wir viele Diskriminierungen hier im Supermarkt und Leute auch verstehen nicht, manche Frauen in Kasse hat gesagt, muss Unterschrift diese Gutschein zu Hause oder manche hat gesagt, nein, muss unterschreiben hier mit uns. Ja? Und mit diesem Gutschein, wir können nicht kaufen, Beispiel für Essen, Laufen, Beispiel Teller oder etwas Bleistiefel oder Heft oder wir können nicht kaufen mit diesem Gutschein doch für Spielzeug für Kind und das uns schwer für einkaufen mit diesen Gutscheins. Und auch wenn wir benutzen diese Gutscheins für Bekleidung und Schuhe in diesem Markt, die können geben zurück Geld von diesen Gutscheins auch. Und das auch viel Schämen für uns. Und werden wir bezahlt mit diesen Gutscheins in Kasse, wir lange dauert dort und das machen uns viel Schämen und Problem auch für deutsche Leute. Und das nächste Problem ist wegen von keinem Kurs und auch wenn wir gekommen hier in 2011, wir haben kein wir darf nicht vorkommen hier in Leipzig. Beispiel, wenn meine Kinder möchten oder wir möchten vorkommen hier für Spazieren, Beispiel für Zoo oder für Weihnachten,
fest, die Ausländerbehörde Bonn hat gesagt, nein, darf nicht gehen in Leipzig. Und, aber jetzt, wir kommen in Leipzig, aber darf nicht vor andere Stadt, Beispiel in Dresden oder Chemnitz oder andere Stadt aus Deutschland. Und auch haben wir kein Recht vor Arbeit hier. Darf wir nicht vor Arbeit, wir bleiben hier, weil wir bleiben hier vor 2 Jahren oder 6 Jahren, haben wir kein Recht vor Arbeit, keine Erlaubnis vor Arbeit. Wenn jemand sucht eine Arbeit und bestellt einen Antrag, aber mehr als 99% kommt Antwort abgelehnt. Das ist auch wir Problem. So, ich danke, wir, die Flüchtlinge hier, especially in Landkreis Leipzig, ist far, far, far away from human right. The last thing which I can say to you, as a people of here or the governments of Deutschland, when export peace and love, then naturally onward come in peace and love. When they only export the weapons or the mass of weapons, then we are also ready, the government of Deutschland also ready to face the problems which comes here. I think that when they try to solve the problems in all over the world, this will come in a good results. When the USA or the Deutschland or the others European lands export more weapons, not only weapons, but weapons of mass destruction, then naturally come problems here in Deutschland and all over the world. So thank you very much. Danke, Moafed Shafiq. Ja, das wäre auch eine schöne Forderung. Grenzen zu für Waffen, Grenzen auf für Flüchtlinge. Es ist genug Geld da in diesem Land, es muss nur richtig angelegt werden. Und zwar für die Leute, die es brauchen und nicht für die Bonzen. Jetzt ein kleiner Hinweis, wenn wir gleich weitermachen, müsstet ihr mit den Fahnen aufpassen, damit, dass ihr nicht in der Oberleitung hängen bleibt. A, kann dann die Straßenbahn nicht mehr fahren und der öffentliche Nahverkehr liegt lahm. Und B, ist zwar kurzzeitig recht hübsch warm, aber möchte man nicht wirklich haben. Also achtet bitte darauf, wenn wir jetzt hier drüben den Platz queren, dass ihr die Fahnen etwas absenkt und nicht irgendwie mit Strom in Bewegung kommt. Das wäre nochmal eine sicherlich nachvollziehbare Auflage, die wir auch gerne erfüllen werden, damit hier keiner im Dienste für den Frieden zu Schaden kommt. Ja, dann machen wir langsam weiter, es wird ja nicht wärmer und wir müssen uns mal ein bisschen bewegen. Ja, vor diesem Bundesverwaltungsgericht werden zum Beispiel die Klagen der Anwohner aus Leipzig und der Umgebung abgeschmettert, wenn es darum geht, dass der Flughafen zu viel Lärm macht, wenn es darum geht, dass die Leute ihren Nachtschlaf zurückhaben wollen, dass sie was dagegen haben, dass amerikanische Soldaten über den Leipziger Flughafen geflogen werden in den Krieg, was jetzt zum Glück nachgelassen hat, aber da fliegen sie halt woanders lang. Und deswegen darf sich dieses Gericht nächstes Jahr um Wolfgang Jung kümmern, ein Friedensaktivist aus Kaiserslautern. Der hat geklagt gegen die US Airbase in Ramstein, weil er vermutet, dass mit den Waffentransporten über diese Airbase Völkerrecht woanders auf der Welt verletzt wird und dass deswegen Deutschland in der Schuld steht und dafür sorgen muss, dass Völkerrecht, das Menschenrecht, das deutsche Gesetze auch auf amerikanischen Militärbasen durchgesetzt werden. Ja, Wolfgang Jung hat also geklagt gegen die RBS Ramstein und wurde bisher von allen deutschen Gerichten abgewiesen, vom Landesgericht, vom Oberlandesgericht, und er wird in Revision gehen und es dauert jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr. Einmal kann er sein Gesicht anstrahlen, damit ich auch ein Bild machen kann. Ich mache seine Rede. Okay.
entscheiden, ob ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland gegen eine amerikanische Militärbasis klagen darf oder ob die Klage nicht mal zulässig ist vor deutschen Gerichten. Ja, was sonst noch hier so passiert, erzählt er jetzt. Ein Aktivist vom Flughafen NATO frei. Liebe Freunde, wir stehen hoffentlich empört vor dem obersten Gericht der Bundesrepublik Deutschland in öffentlich-rechtlichen Streitfragen. Die Frage ist, warum? Wir haben von den Vorrednern bereits erfahren, welche Geisteshaltung uns zu dieser Demonstration bewegt. Wir empören uns zu Recht, dass Grundsätze des demokratischen Miteinander und das Grundgesetz von Entscheidungsträgern der Bundesregierung, des Bundespräsidenten und immer öfter auch von einer karrieristisch irrsinnigen, angepassten Opposition mit Füßen getreten wird. Wir rufen denen entgegen, nicht mit uns! Wir gehen auf die Straße gegen Kriege, Rüstungsproduktion und Export. Und die menschenverachtende Abschottungspolitik der EU. Die Bundesregierung muss endlich die Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte im Zentrum ihrer Politik stellen. Weltweit leiden Menschen unter Hunger, Armut, Katastrophen und Krieg. Wir stehen hier vor dieser staatlichen Institution, weil hier der marktradikale Wille einer an Lobbyismus vermodernden, politisch agierenden Aristokratie in juristische Beschlüsse gefasst wird. Wir rufen denen entgegen, nicht mit uns! Uns Aktivisten für den Frieden bereitet die Kluft zwischen der realen Kriegsgefahr in Europa und der mangelnden Aktionsfähigkeit der Friedensbewegung schlaflose Nächte. Und es ist wichtig, dass viele Montag für Montag zu unseren Demonstrationen kommen. Unser Engagement jedenfalls ist nicht wertungsoffen. Und wir haben uns immer eindeutig entlang der Eckpfeiler Nein zum Faschismus, Nein zum Krieg bewegt. Aktuell heißt dies Nein zu Rassismus, Nein zur NATO. Der Friedenswinter widersetzt sich rechten Islamfeindlichkeiten. Wir werden keine Hetzreden dulden. Liebe Friedensfreunde, wir stehen hier vor dieser staatlichen Institution, weil hier politisches Ansinnen, parlamentarisch mandatierte Dummheit juristisch plan festgestellt wird. Hier werden, und das ist undemokratisch im Namen des deutschen Volkes, Unsummen an Steuergelder plan festgestellt, was nur heißt sinnfrei und aber vor allem in staatliche Gewaltstruktur gebannt. Wir rufen denen entgegen, nicht mit uns! Der Leipziger Flughafen wurde auf Beschluss dieses Gerichtes zu einem Drehkreuz einer globalen Gewaltinfrastruktur gemacht. Von hier aus werden Kriege funktionstüchtig gemacht. Diese Richter in ihren scharlachroten Hohen beschließen planmäßig im Gehorsam politischer Untertänigkeit das Völkermorden. Ohne diese unsäglichen Beschlüsse dieser Richter könnten die NATO-Streitkräfte nicht ihre imperiale Gewalt ausüben. Sie hätten logistische Probleme und Fähigkeitslücken. Über diesem Haus hier sollte sich die weißen Streifen hinter den Flugzeugen blutrot werden. Dazu rufen wir empört, nicht in unserem Namen und nicht mit uns. Nein zum Krieg, Frieden ist ein Menschenrecht. Liebe Friedensfreunde, aus den vergangenen Jahren kennen wir in den Friedensbewegungen große Diskussionen um einen Mindestkonsens, also um einen kleinen gemeinsamen Nenner, der zum Ausgangspunkt von Aktionen gemacht werden kann. Erinnert euch an den Krefelder Appell. Ein Satz stellte den Ausgangspunkt für eine große Bewegung dar. Der Atomtod bedroht uns alle. Keinen neuen
Atomraketen in Europa. Einen solchen Einsatz gegen die neue Kriegsgefahr brauchen wir auch heute. Und genau aus diesem Grund stehen wir auch heute hier. Wir hinterfragen uns, ob wir unseres Agieren auch immer mit unserem Anspruch gemessen haben und bitten euch, euch selbst auf diese Frage einzustellen. Die Friedensbewegung sollte immer eine Bewegung der Toleranz von Demokratinnen und Demokraten eben über einzelne weltanschauliche Orientierung hinaus sein. Wer wirklich für den Frieden kämpft, muss Demokratin und Demokrat sein. Er muss plural denken können. Wir möchten uns gern an den Gedanken von Rosa Luxemburg über die Freiheit und der Diskussion über die Einheit in der Aktion orientieren. Wenn Krieg vor der Tür steht, wird Widerstand zur Pflicht. So proaktiv und progressiv wie zu diesem politisch brisanten Moment waren die Friedensaktiven seit langem nicht. Das ist ein mutmachender Gewinn. Wir sind eine wachsende Friedensbewegung. Ich bitte euch, tut alles, was euch möglich ist, um die Kundgebung am 13. Dezember in Berlin und anderswo stark zu machen und dazu beizutragen, dass die Friedensbewegung wieder an Ausstrahlung und Einfluss gewinnt. Wir sind dabei! Einer der Richter dieses Bundesverwaltungsgerichtes erhielt vor einigen Jahren genau für seine Entscheidung zum Leipziger Flughafen für die Abweisung der Klage der BI Nachtflugverbot den Leipziger Völkerschlachtpreis. Den haben wir damals noch verliehen. Wichtige Preisträger waren unter anderem der Chef des Leipziger Flughafens, Dirk Malitzke. Das war der erste Preisträger. Das ist so eine Schlachteplatte aus Blut, Gegröße, Gedärme, ein bisschen Leberwurst, was halt so üblich bleibt beim völkischen Völkerschlachten, was unter anderem durch die Urteile dieses Gerichtes auch noch staatlich legitimiert wird. Und es wäre schön noch zu erleben, dass die Presse wieder ihrer Verantwortung als vierte Gewalt gerecht wird und dass die Justiz ihrer Verantwortung, die sie eigentlich hat in diesem Lande oder in einer Demokratie, wieder gerecht wird und im Sinne des Volkes entscheidet. Und damit zur letzten Etappe zum amerikanischen Generalkonsulat in der Richterstraße. Ja, kleine Planänderung ist nur spontan. Hier gibt es eine kleine Wortmeldung. Ganz kurz ein Gruß von den weit hergereisten heute. Und deswegen habe ich gar nicht so viel. Ja, wir lieben Leipzig, wir grüßen euch aus der Lausitz. Wir sind heute aus Bautzen angereist. Und wir würden uns freuen, der Bautzener Frieden würde sich freuen, wenn wir uns dann am 13. alle in Berlin wiedersehen. Wir fahren von Bautzen über Görlitz, Weißwasser, Cottbus nach Berlin und ich würde mich freuen, euch alle wiederzusehen, dort in Berlin am 13.12. Dankeschön. Mir ist leider nicht möglich, persönlich bei euch zu sein. Ich wünsche euch eine interessante Demonstration mit unübersehbaren Protesten für den Frieden. Die Kriegsrhetorik der letzten Tage, aber auch der Aufruf wieder Krieg in Europa, zeigen, wie notwendig unsere Aktionen für den Frieden sind. Alle Ablenkungsmanöver in der Presse oder von Kräften, für die kriegerisches Engagement schon in der Vergangenheit wichtiger war als Frieden, verdeutlichen nur, wir sind auf einem schwierigen, aber richtigen Weg. Am Tag der Menschenrechte für Frieden zu demonstrieren, hat eine besondere Bedeutung. Ob in Afghanistan, in Libyen oder anderswo, die Politik versucht immer stärker, Kriege und Militäreinsätze als Mittel der Politik zu etablieren. Die Legitimierungslügen sind Verteidigung von Menschenrechten, Freiheit und Demokratie. Wir stellen uns dagegen. Krieg ist das größte Verbrechen gegen die Menschenrechte. Er bringt unvorstellbares Leid und Zerstörung über die Zivilbevölkerung und die gesamte Gesellschaft eines Landes. Die UN-Charta setzt sich nicht umsonst das Ziel,
künftige Generationen von der Geißel des Krieges zu bewahren. Dieses Ziel wird von der herrschenden Politik massiv untergraben. Menschen haben das Recht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser, medizinischer Versorgung, Bildung und auf ein würdevolles Leben. Wo sind die Millionen und Milliarden Euros und Dollars für die Überwindung von Armut, von Krankheit, von Unterernährung oder Klimawandel? Während die Millennium-Entwicklungsziele, der Weltklimafonds und zivile Konfliktbearbeitung und Prävention nicht genug Finanzmittel zur Verfügung haben, fließt das Geld für Tod und Gewalt unvermindert. Die NATO, die größte Militärmaschine der Welt, hat gerade eine Erhöhung ihrer Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes ihrer Mitgliedstaaten beschlossen. Für Deutschland sind das Ausgaben von über 56,5 Milliarden Euro. Das würde nach aktuellen Zahlen eine Verdopplung des Militärhaushaltes bedeuten. Und dann will Herr Schäuble uns weismachen, das schafft er mit einer schwarzen Null. Das schafft er mit einer schwarzen Null, weil die Bundeswehr abschafft und dieses Geld woanders reinsteckt. Weiter, Lukas Wirl. Wozu soll das Geld im Militär gesteckt werden, wenn es an allen Ecken und Enden in Deutschland und der Welt fehlt und so viel sinnvoller eingesetzt werden könnte? Ich möchte euch alle einladen, am Samstag zur Demo vor dem Bundespräsidialamt zu kommen. Mit seinen Äußerungen leistet Joachim Gauck einer Militarisierung und damit auch Priorisierung des militärischen Vorschub. Verantwortung heißt aber nicht, sich für Krieg und militärische Intervention zu rüsten, sondern die Probleme der Welt ernsthaft anzugehen. Dies können wir nur gemeinsam schaffen. Soweit Lukas Wirl. Und da jetzt kommt zum Abschluss der Martin mit ein paar grundsätzlichen Worten zu Westen und Osten, zu neuen drücken? Kriegen und neuen Konflikten. Ja, ich bin der Martin, hallo. Mein Thema Westen gegen Osten halt. Krieg in der Ukraine und Krieg gegen Putin. Aktuell hat der US-Präsident Obama auf einer Konferenz die Gefahren von Ebola gleichgesetzt mit der angeblichen Gefahr, die von Russland ausgehen soll. Er begründet das immer mit russischer Aggression. Erste Frage, welche russische Aggression? Wenn jemand sich international und national weit aggressiv verhält, ist es doch die USA und der gesamte Westen. Vor 3 Wochen circa gab es zum Thema Ukraine eine Propagandaaktion der Konrad-Adenauer-Stiftung in Leipzig, bei der Herr Adobeit, ein Sprecher dieser Stiftung, ebenfalls ausschließlich von Russland als Aggressor sprach. Der hat ja schließlich auch die Krim annektiert und Georgien 2008 angegriffen. Essentielle Informationen hatte Herr Adobeit aber weggelassen. Nämlich, es war nicht Russland, die den Ostukrainern die Sprache und die Kultur wegnehmen wollte. Und es waren auch nicht die Russen. Nein, es waren die USA und der gesamte Westen, die bedingungslos die radikalen Kräfte und die Neonazis in der Ukraine unterstützt haben. Dieselben, die das Massaker dann in Odessa in diesem Mai dieses Jahres inszeniert und durchgeführt haben. Diejenigen, die immer noch den Westmedien vertrauen, sind gefangen in einer Lügenmatrix. Und das wird auch durch die Nachrichten, besonders von ARD und ZDF, der Propagandaschau in Bezug zum Odessa-Massaker wieder bewiesen. Bei jedem Massaker gibt es Überlebende, so auch hier. Warum wurden die Überlebenden niemals von den Westmedien interviewt? Vielleicht weil dann rauskommen würde, dass der Westen mal wieder Neonazis und Massenmörder bedingungslos unterstützt hat, ihnen sogar geholfen hat bei Massenmorden über Verschleierung der Tatsachen. So veröffentlichte man am Ereignistag des Massakers in Odessa im Mai noch die Stellungnahme der CIA-Pressestelle zum Massaker, damals aktuell. Die Opfer des Massakers in Odessa hätten den Angriff ja selber provoziert. Wie kann das sein? Wie kann man selbst ein eigenes Massaker provozieren? Das ist Beihilfe zum Massenmord, das ist Verschleierung, das ist unsachlich und falsch. Und das machen unsere Berichterstattung, das soll dann wieder Qualitätsjournalismus sein. Dafür zahle ich keine GEZ. Das ist nur Propaganda. Und nochmal zum Adenauer Stiftung zurückzukommen, zum Herrn Adobeit, dessen Sprecher, nach seiner einseitigen
unsachlichen Vortrag haben ein paar aus der Ukrainerin Herrn Atobait eine gute Frage gestellt. Warum Kiew nämlich sämtliche Rentenbezüge für die Rentner und sämtliche medizinische Versorgung für die Gesamtbevölkerung in der Ostukraine eingestellt hat. Und da hat er darauf geantwortet, Herr Atobait, wir können ja nicht die Separatisten unterstützen, als ob das gleichzusetzen wäre, die rechtmäßigen Rentenansprüche der Älteren und die medizinische Versorgung der Gesamtbevölkerung der Ostukraine mit Militärhilfe für Rebellen. Ich habe dafür auch genug Zeugen. Was Kiew dort bestreitet, ist Mord. Das ist absichtliche, bewusste Töten, das ist die Definition von Mord. Und Herr Atobait leistet Beihilfe zu Massenmord und Verschleierung der Tatsachen. Herr Atobait gehört für mich ins Gefängnis. Die ganzen Ostukrainer, die ja an Nierenerkrankungen haben, müssen deswegen sterben, weil er dort mithilft bei diesem Massenmord. Die Zuckerkranken haben ein ähnliches Schicksal. Und von den Besten wird er bedingungslos unterstützt. Zusammen mit ihren Verbündeten ist er mit der Brandfackel schon durch die gesamte Welt gelaufen. Den Nahen Osten hat er in Brand gesetzt. Und immer wieder wird von Linken ja auch wieder vorgeworfen, der Russe ist ja auch ein Imperialist. Er hat ja schließlich in Georgien Krieg geführt. Aber das ist auch eine einseitige Sichtweise. Denn wenn jemand imperialistisch in Georgien Krieg war, dann war es der georgische Präsident, der mit einer Militärintervention den Bürgerkrieg erst losgebrochen hat 2008. Dann hat er den imperialistischen Krieg geführt. Und die russische Führung hat lediglich ein Versprechen eingehalten, nicht tatenlos zuzuschauen, wenn tausende russischstämmige Personen getötet werden. In der Ostukraine ist das genauso. Immer wieder wird da von Annexion gesprochen, aber zur Annexion gehört, dass es eine Gebietserweiterung ist, die mit Militärpräsenz durchgesetzt wird. Aber warum sieht man dann auf der Krim nicht ständig Militärpräsenz? Warum sind die russischen Truppen alle in ihren Kasernen drinne? Und warum rebelliert die russische Bevölkerung nicht? Es geht nämlich immer gegen den Willen einer Annexion der Bevölkerung. Die Maidan-Bewegung wurde am Ende von Neonazis und einem braunen Mob der Svoboda-Partei und dem Previ-Sektor dominiert. Diese wurden unterstützt von der USA, die das offen zugeben. Auf einer Pressekonferenz haben sie zugegeben, dass sie 5 US-Milliarden an die ukrainische Opposition gezahlt haben und unter anderem halt diese Rechtsradikalen und Neonazis bezahlt haben. Das bestätigt auch wieder einer meiner besten Quellen, die eine gute Alternative zur Propagandaschau sind, Dr. Paul Craig Roberts.org. Dieser ist ein ehemaliger Finanzminister der USA aus den 80ern und bestätigt das, dass Washington die Hauptschuld am Ukraine-Krieg hat, an Syrien- und Libyen-Krieg und so vielen anderen in der Vergangenheit, wie wir alle wissen. Und dass die amerikanische Aggression die größte Bedrohung für den Frieden weltweit ist. Die 5 Milliarden, die die USA an die ukrainische Opposition gezahlt haben, hat zufälligerweise genau diejenigen an die Macht gebracht, die dann im Frühjahr im Putsch dann auch die Macht bekommen haben. Wir erinnern uns, dass die Svoboda-Partei und der Previ-Sektor Ministerposten hatte und andere hohe Posten wie eine Staatsanwaltschaft. Und das wurde bedingungslos auch von Frau Merkel und den meisten Deutschen wie den Grünen Politikern und so weiter unterstützt. Ich habe Bilder im Netz gefunden, wo radikale Neonazis von US- und britischen Ausbildern in Polen und in der Westukraine ausgebildet wurden für den Straßenkampf dieses Jahr. Und was ich jetzt noch anführen würde, letztendlich muss endlich mal Schluss sein. Die Amerikaner, die machen einen Krieg nach dem anderen, ständig immer wieder imperialistische Kriege. Sie sind der schlimmste Imperialist weltweit. Und deswegen muss man es auch klar zu sagen, raus aus der NATO, rein in den Frieden. Die Sache ist hier ganz klar und die USA hat schon sehr lange eine Nazi-Mauer, die Drecksarbeit machen lassen, jetzt wieder in der Ukraine, wir erinnern uns, sie haben es auch schon in der Italien gemacht, ich sage noch Operation Gladio, die Roten Brigaden, wo dann die tatsächlichen Täter, die Faschisten waren, die es dann 20 Jahre später zugegeben haben, dass sie die Bomben in den Kolonnen gelegt haben in den 1980 mit den vielen Toten, die Roten Brigaden waren es nicht. Und das ist typische Taktik und das ist USA-Taktik, das ist NATO-Taktik, damit wollen wir nichts zu tun haben. Deswegen raus aus der NATO, rein in den Frieden.
Wir wollen die dunkle Seite des Westens nicht mehr sehen. Deswegen wollen wir da raus. Und wir wollen auch diesen Kulturimperialismus, diese amerikanische Leitkultur nicht mehr. Da gibt es auch Alternativen dazu. Man könnte nämlich gemeinsame Identitäten schaffen, indem ich Synkretismus mit anderen Kulturen und kulturelle Assimilation und damit eine gemeinsame neue Identität aufbauen, eine offene, grenzenlose Kultur schaffen. Das ist das, was wir wollen. Und keine Leitkultur. Und vielleicht noch ein Spruch, vielleicht gefällt er euch auch so gut wie mir. Ich sag manchmal, ja, raus mit den Indianern aus den Reservaten, rein mit den Imperialisten und den Faschisten von den Amis und die anderen ins Weiße Haus, die Indianer natürlich und die Anti-Imperialisten, meine ich. Und noch zum Schluss, was mich auch sehr verärgert, wenn hier Israel hochgehängt wird, dann wissen die weißen Leute einfach nicht, dass sie hier eine Taktik unterstützen. Die Israelis, das ist keiner, die grenzen ein Volk dort ein, die können nicht abhauen und bombardieren das. Alle 3-4 Jahre gibt es einen neuen Krieg gegen die Palästinenser und die haben den letzten Krieg wegen 3 toten Jugendlichen angefangen. Und deswegen führt man keinen Krieg, das ist unberechtigt, das ist Imperialismus und dahinter steckt der Westen und das wollen wir auch nicht. Und da bin ich bestimmt kein Antisemit, wenn ich sage, dass dieses imperialistische israelische Regime weg muss und dass wir den Israelis damit leicht auch helfen müssen oder was. Da gibt es auch viele, die auf unserer Seite sind und bei denen ist es halt auch so, die Taktik, die sie machen, ist ja keine Eroberungstaktik, indem sie sich ständig bombardieren und nicht rauslassen. Ich finde, das ist eine Vernichtungstaktik und das ist versuchter Genozid und das geht gar nicht. Weg mit dem Imperialismus, weg mit dem israelischen Regime und diesen ganzen Imperialismus dort weltweit. Ich danke euch fürs Kommen. Ich habe lange nicht mehr so viele rote Fahnen gesehen. Also es gibt noch Hoffnung in der Welt. Ja, die SPD-Jugend, die Jusos, die hat in der Nationalhymne gesungen bei ihrem Kongress letztens. Und heute sieht es richtig bunt aus und vielfältig hier auf unserer Demo zum Tag der Menschenrechte. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, viele wiederzusehen am Samstag in Berlin. Und dann im nächsten Jahr, ab 12. Januar, werden wir ein ähnliches Problem vielleicht kriegen wie die Dresdner. Und dann ist es an der Zeit, wieder in Leipzig auf die Straße zu gehen. Überlassen wir nicht irgendwelchen Leuten, egal wie sie heißen, Frieda, Legida, keine Ahnung was, irgendwie nicht. Ne? Überlassen wir denen nicht die Straße für ihre menschenverachtende Politik, für ihre menschenverachtende Äußerungen. Stellen wir uns dagegen. Wir werden es machen ab 12. Januar hier in Leipzig, in der Innenstadt, wo immer sie sind und was immer sie vorhaben. Wir sind auch da auf der anderen Seite. Ich hoffe, ihr alle auch. Und damit ist die Veranstaltung beendet. Kommt gut nach Hause. Tschüss.